Ja, hallo, hier Micha von 43 und heute ist Freitag. Ich habe soeben das Video hochgeladen, die Verlosung. Und weil heute Freitag ist, kommt auch Felix, denn dieses Wochenende drehen wir wieder. Felix kommt irgendwann heute Nachmittag irgendwie mit dem Zug an aus Leipzig. Und ja, wir drehen dieses Wochenende ein paar Videos und ich würde euch eventuell so mal ein bisschen mitnehmen, ein paar Sachen so am Rande zeigen, wie das bei uns jetzt gerade so abläuft, wenn wir denn ein paar Videos drehen. Versuche euch damit auch einen kleinen Einblick zu geben, welche Videos ihr jetzt in den nächsten 2 Wochen ja, erwarten könnt, was auf euch zukommt. Und ihr wisst es ja im Prinzip schon, was jetzt diese Woche Freitag bzw. den nächsten kommenden Freitag kommt. Haben wir ja schon in der Verlosung und davor im Livestream angekündigt. Ich kann schon nicht sprechen, ich bin eigentlich noch ziemlich müde. Auch wenn wir es schon gleich um 12 haben. Komisch gerade. Ja, jedenfalls nehme ich euch mit und ich werde gleich eventuell Felix abholen. Das werdet ihr eventuell gleich sehen. Und ansonsten, falls ich ihn nicht abhole, dann seht ihr ihn trotzdem gleich, denn ich mache jetzt einen Schnitt. So, ja, wieder zurück. Und zwar habe ich Felix nicht abgeholt, weil er es mal wieder versäumt hat, mir Bescheid zu sagen, dass er losfährt. Aber ganz egal. Da ist Felix. Ich werfe. Flugzeugmodus. Ihr erinnert euch alle bestimmt noch an den hier. Wenn nicht, ich werde das Video bestimmt nochmal in die Videobeschreibung packen. Und wir sind gerade am Vorbereiten für die Challenge, die jetzt. Für die Challenge, die am Freitag kommt. Und, Meine ach Sing-Challenge. nee, Moment, Moment, Moment. Die Challenge kommt nicht am Freitag, die kommt wahrscheinlich schon ein Ticken eher. Wir machen nämlich die Gewürz-Smoothie-Challenge. Wir haben uns gedacht, einfach eine Smoothie-Challenge haben wir schon gemacht, das außerdem nochmal zu machen. Was Jetzt hier auch solche. Ninja-Turtle? Ja, ich habe einen Ninja-Turtle. Den habe ich damals als Kind von meinen Eltern, haben mein Bruder und ich den geschenkt bekommen, also jeder einen. Den kann man so auseinander, also so transformieren sozusagen. Aber die Accessoires, die fehlen, die habe ich nicht mehr gefunden bis jetzt. Die? Nein. Du musst dann drauf drücken. Wie auch immer, wir machen die Gewürz-Smoothie-Challenge. Das heißt, also, ja, was das genau bedeutet, werdet ihr sehen, ihr könnt es euch aber bestimmt schon denken. Und wir sind jetzt hier gerade am Aufbauen. Da ups, ist das Stativ, welches eigentlich kaputt ist, aber es funktioniert noch einigermaßen. Hier ist ziemlich Chaos gerade, weil wir ja, den Tisch von hier vorne wegholen mussten. Den Esstisch, und der steht jetzt da vorne, damit wir ja, das kann ich jetzt nicht so gut erklären. Auf jeden Fall fangen wir jetzt an und wir sehen uns gleich. So, wir haben gerade die Challenge gedreht, die Gewürz-Smoothie-Challenge. Und kein Spoiler, Felix, das Video kommt, glaube ich, noch ein bisschen eher. Wer gewonnen hat, darf jetzt noch keiner erfahren. Ja, also ihr bekommt schon mal einen Vorgeschmack, einen Vorgeschmack auf das, was am Ende geschmacklich bei Rot kommt. Ihr probiert es immer zu Hause aus, probieren mit den gleichen Geschichten, Gewürzen, die wir probieren. Felix hat gerade das Schaukampfschwert geholt. So, was machen wir jetzt? Ich weiß nicht, aber ich gehe erstmal in die Notaufnahme. Super. Wir werden jetzt, nachdem wir die Challenge abgedreht haben, auf jeden Fall erstmal mit dem Hund rausgehen, und wenn wir mit dem Hund draußen waren, ja, werden wir Essen machen. Abendbrot. Je nachdem, wann ihr das Video seht, werdet ihr vielleicht Mittagessen, aber egal. Und ja, bis gleich. Jo, hier Micha von Free3, wir wollten eigentlich gerade drehen und sind dafür extra rausgegangen, weil wir nur draußen drehen können heute. Und ich glaube, man sieht es im Hintergrund oder hört es, es regnet. Und wer auch nicht sehr begeistert ist, Felix, schon in seinem Outfit für das zweite Video. Und scheiße, meine Regen ist ansonsten total geil, aber es muss nicht unbedingt jetzt sein, wenn wir drehen wollen. Aber ich glaube, es wird langsam wirklich weniger. Gut, dann ja, ihr werdet ja sehen, ob es Erfolg hatte oder ob wir Erfolg hatten oder nicht. Und ja, dann bis gleich. Hallihallo. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Challenge Time von Free Free.
heute mal hier im Wald bei Regen und Nässe. Und es ist kalt. Ja, ziemlich. Nein, kalt ist es, naja, es geht. Und da ist unser Special Guest. Begrüßen Sie mit mir herzlich willkommen, Herr Cola! Junge. Wieso stellt er gerade nicht scharf weiter, so ein Hurensohn? Das wäre so geil gewesen. Junge, ich glaube, das Video ist der absolute Fail. Oh, der absolute Fail, Alter. Ich glaube, dass das mit dem Stein dann besser funktioniert. Werden die Opa. Das kommt davon, weil das Stativ kaputt ist. Das heißt, einer muss hier stehen bleiben. Okay, ich will nur mal ein bisschen euch stehen, Scheiße. Kommt am Anfang, wo du auswirfst. Okay, ist gut. Aber ich bin hier dagegen gekommen. Ist egal, wir machen normal. Gut. Chica, komm mal her. Was willst du mal? Komm her! Komm her! Der Strauch ist auch ein Mensch! Mensch? Also, das, so weit würde ich jetzt. Nein. Und Walkie? Meinst du, können wir nehmen, ne? Ich hasse es, sowas zu machen, also mit Gangster oder so, oder Proll oder so. Oh, ich hasse es. Komm, als nächstes Hipster, glaube ich. Hey! Oh, und herzlich willkommen, auch heute, ich sehe so fertig aus. Ich bin, obwohl es eigentlich schon nach 12 ist, aber ich glaube, so um 12 bin ich ziemlich müde noch. Wir haben Sonntag und wie gesagt, wir haben nicht so viele Videos geschafft zu drehen, jetzt so nebenbei. Es ist jetzt leider so, dass Paula und Felix heute leider wieder nach Leipzig fahren. Und Felix hat nichts Besseres zu tun, als Nix Live neue Videos zu sehen auf YouTube. Den Kanal nochmal in der Infobox, das ist ein guter Freund von uns. Ja, und wir haben es geschafft, tatsächlich ohne Mist. Wie viele Videos haben wir gedreht? Weiß ich gerade gar nicht. 2. Und 3 Videos sind rausgekommen, letztendlich. 2 auf jeden Fall, beide sind schon fertig. Also die 2, die auf jeden Fall was werden. Das eine ist sogar schon hochgeladen. Das andere kommt nächsten Freeday. Also kommenden Freeday, das ist diese 10 Arten von Menschen, die man auf der Straße trifft. Und ja, was ist denn so das Fazit des Wochenendes, Felix? Regel Nummer 1, Fitness. Regel Nummer 2. Vorsichtig auf dem Klo. Regel Nummer 3. Okay. Ja, okay, zum Verständnis. Wir haben gestern Abend Zombieland geguckt und seitdem ist er Regel total. Regel Nummer 32, genieß die kleinen Dinge. Ja, wir haben gestern Zombieland geguckt und von daher. Los, die Mädels, die wollten dann unbedingt rüber und haben dann irgendwie Seelen geguckt oder sowas, weil das war den Mädels wohl ein bisschen zu krass mit dem Blut und so. Mhm. Klar. Mhm. Mhm. Alles klar. Ja, ja, das war's dann mit dem kleinen Video. Mal schauen, ob das überhaupt den Weg auf YouTube findet, je nachdem, wie die Aufnahmen geworden sind, denn ich bin mir nicht so ganz sicher, wie es hat nicht so ganz geklappt, wie wir halt wollten oder wie ich halt wollte. Ansonsten gibt's die Woche nochmal Vlogs. Vlogs. Und am Freitag das Video, wie immer am Freeday. Und ja, dann Daumen hoch nicht vergessen, Abo nicht vergessen, Felix sein Handy. Und wir sehen uns, bis dann.